kommt nur das eine Lied raus. Das ist scheißegal. Du willst, ja, du meinst von MSC Energy die Lead Ingots, meinst du? Die machst du. Ja, ich weiß ja nicht, von welchem musst du gucken. Wenn du ein Lead Nugget nimmst, das in Autoköfte reinpackst, was da rauskommt. Die musst du dann nehmen. Das kann sich ja entscheiden. Das ist echt doch nicht auswendig, was dieses Auto-Crafting-Ding für ein Ding nimmt. Wenn der Auto-Crafter sagt, okay, ich nehme die Frage ist halt, was für ein Lead-Engels wir haben. Das war das. Dann nimmst du den Eloy-Smelter, schmeißt ein Lead-Engel rein und fertig. Das weiß ich doch auch nicht. Halt die Fresse. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade gefragt, was für Lead-Engels wir haben. Wir haben von Ex-Nilo. Ja, ich weiß es aber auch nicht. Deswegen. Die werden zu Thermal Foundation Nuggets. Ja. Oh Gott, Chancellor. Siehst du, dann nimm doch das. Ich meine, du machst es teilweise so. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt unten den Pulverweiser benutze, mache ich das. Nehme ich unten den Furnace, macht er das. Nehme ich oben den Leusmeter, macht er das vielleicht. Keine Ahnung. Ja, ich meine halt nur, wir müssen uns auf eins nämlich festlegen. Das wird er sich schon. Hm? Das wird er sich schon auf einen Stand einigen. Ich muss das ja einstellen dann. Ja, dann mach's doch. Mach doch, dass es da oben passt. Ich kann den Rest hier anpassen. Na gut, die werden alle zu Echsen, Hilo. Weil hier oben nehme ich Eloy und unten nehme ich den Furnace. Im Keller. Hm? Weil hier oben brenne ich mit Eloy-Smelter und unten im Keller brenne ich die Erze mit dem Furnace. So, was da rauskommt und Ingots. Weiß ich doch nicht. Ja, Thermal Foundation. Das wollte ich halt nur wissen. Ja, und kommt es hier das oben auch halt raus? Das ist was du automatisch machst unten. Nein, wenn ich jetzt hier oben brennen würde und unten einen Leusmelter hinlege, kommt da das gleiche raus? Und. Das ist es ja. Mit was willst du nachher brennen? Mit welchem Gerät? Da muss ich auch drauf einigen können. Das bringt ja nichts, weil ich baue es gemischt immer. Ja. Muss es halt so voll wissen. Aber was Eisen holen? Hast du Eisen holen? Eisen hatte ich mir ein bisschen genommen, ja. Warum? Weil ich es gerade gesehen habe, dass du im Keller warst. Nein, nee, das nicht. Eisen sind halt die Tinkers Construct Nuggets. Ja. Ist halt jetzt wahrscheinlich durch die Pflanze. Na gut, die Pflanze macht aber. Mal gucken, was sie macht. Weil die Pflanze arbeitet den Scheiße hinten um. Naja. Ja gut, Minecraft Gold Nugget ist klar. Hier sind es von Formkraft von den Pflanzen. Warte mal ab, wenn die nächste gleich hochploppt. Naja, brauchst du da nicht reinkommen. Hier ist Formkraft drin. Ja. So. Und die Golden Nuggets zum Beispiel sind von normalen Minecraft. Mhm. Das heißt, wenn es von Lead Nugget gibt es auch von Formkraft. Hm? Lead Nuggets gibt es auch von Formkraft. Ja, das weiß ich ja. So, das heißt, wenn du jetzt, du musst einfach die Crafting Station nehmen, da ein Lead Ingot erstmal reinpacken, egal welchen, jede Sorte, und gucken, was nachher am Endprodukt am meisten rauskommt. Ob er dann nur Formkraft nimmt oder irgendein pro den Ingot, pro Mod den nimmt. Ich sag mal, du nimmst dann hier, was haben wir denn noch? Ich sag mal, der nimmt ja von MSCW Engineering den Ingot und macht er dann nachher den Foamcraft Nugget raus oder macht er den Nugget von MSCW raus? Von MSCW macht er raus. Beim Autocrafter? Ja. Sicher. Es bleibt das ja. Man kann den ja einstellen. Siehst du ja, Dinger sind von AgriCraft.
Die könnten machen, was sie wollen. Ja. Der nimmt sie zum Beispiel von Formcraft raus. Ja. Darauf musst du gucken. Weil du müsstest ein Lead-Erz nehmen, gucken, was der raus macht im Furnace und im Alloy-Smelter, ob er das gleiche rausbringt. Anders geht's nicht. Was ist los? Musik alle? Nein. Emeralds. Na gut, aber die zusammengequafften Nuggets, die halt zum Baran wären von Iron. Die werden dann wieder zu Tinker. Die von Foamcraft, die Agates, was jetzt unten in der Anlage ist, oder? Und die Copper werden zu... Die sind Thermal Foundation und die werden dann zu Foamcraft. Ja. Also muss ja genau drauf achten, was daraus passiert. Das ist doch scheiße. Das ist richtig kacke. Aber that's the game. Aber wir legen uns fest, wir nehmen die von Thermal Foundation. Mir ist egal, wo ich das nehme. Nimm doch das und ich passe mich nachher darauf an. Unten brenne ich definitiv mit Thermal Expansion, das ist ausgeschlossen. Weil ja, das Konfigurieren einfach ist. Deswegen können wir die von Thermal Foundation nehmen. Da werde ich nichts dran ändern. Ja gut. Dann weiß ich das nämlich. Nur wie gesagt, die Nuggets. Na, no Plan. Ja. Yeah. Siehst ja, was da in Chaos rauskommt, ey. Lappeschat, okay. Und der Lapis-Start ist von Solar Expansion, da wird sich nicht verändern. Hm. Das ist Tinkers, Lapis-Start, das ist das. Eins. Meine müssten 7 Stück sein. 2. Kommt denn auf 7? Ja, pass auf. Wir müssen das Glas herstellen, ne? Die Lapis Charts, die Iron Nuggets. 3 Stück. Ja. So. Dann die Steel Ingots. Dann den Leadstone. Warte mal, habe ich jetzt verzählt? Entweder 6 oder 7. Und weißt du, was 1, ich mir 2, 3. 4. 5. Ne, sind 6. 6 brauchst du. Ja. Ich mache mir was ganz Einfaches. Ringsack haben wir irgendwo, ja, ne? Ja, hier irgendwo noch rumfliegen. Wenn unten bei der Fischerfarm sind dann noch welche. Naja, bin ich auch gerade. Ein davon. Weil dann mache ich mir so ein Clipboard. Und schreibe das erstmal auf, was ich brauche. Ich meine, jetzt sind 6. Das ist einfacher, als das jetzt zu zählen. Ja, kannst du auch mit Stift und Zettel machen. Könnte ich auch. Aber Clipboard, habe ich mir überlegt, das kannst du ja dann, wenn du das fertig hast, kannst du das da drauf löschen alles. Oder weitermachen. Mit abhaken. Das Panel. Clipboard. So. Die Musterstelle muss das. Ja klar, sind 7. Ja, wenn ich nicht einbreche, dann ist das Photovoltaik herstellen. Hm? An sich das Photovoltaik, die Photovoltaikzelle selber herzustellen. Hm. So, das hier.
ist er doch. So. Was ist denn das denn, dieser Quarz? Dahin. Dahin. Haben wir das Clipboard. Da steckt der da noch drin. Komm schon, kleiner Strom. Dann machen wir es mal. Das Panels. Logist. Ach, hier war auch noch Pulverizer, stimmt. X. Autocraft. Ting. Sulfur. Glas. Dann Lapischatz. Dann brauchen wir Iron Nuggets. Iron Nuggets. Tinkers. So. Jetzt muss er nur noch alles fertig machen. Dann das Ding. Ich will nicht so viel Inksex haben und später beschreibe ich wieder Inksex, Inksex, Inksex. Das ist keine Habe. Ja. Füll du erstmal deinen Strom da auf. Lied. Das hab ich, das hab ich, das hab ich. Nuggets. Thermal. Lead Nuggets, Thermal Expansion. Was ist das jetzt noch für ein Problem? Loi. Leads. Heißt das? Ach, Positioning Iron. Und Solar Core. So ein Solar Core. So. Dann Kappa. Kappa, Kappa, Kappa. Iron Redstone, definitiv. Die Stahlingots machst du eher mit Thermal Expansion, ne? Wow. Ja, da musst du einen Stahl hinten rausnehmen und gucken, was da rauskommt. Also der, halt eher sagen, der, ne? Stahl ist von Emissary und der Ingot auch. Von Firm Expansion wird das kein Nugget. Weil den habe ich jetzt hier hergestellt, den Stahl. In der Induction Smelter, das geht einfacher. Achso, das wird Emissary Energy, okay. Ja. Das können wir halt auch noch automatisieren dann. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt schon vier Dia-Pflanzen. Was gehört? Aber das müssen wir halt dann auch noch automatisieren. Genauso wie automatisieren mit Glasbrennen. Oh mein Gott, weißt du, was ich erst automatisiere? Den nächsten Harvester. Das ist der Lapis Gold und wenn ich aber Solarpanel machen soll, den Leadstone Solarpanel, ja, dann muss ich halt erstmal automatisieren, dass der Glas und Stahl brennt. Ja. Und du musst, und das muss automatisiert werden, damit hinten die Anlage läuft. Die ganz hinten das siebt. Pulverized Coal.